Ja, Moinsen. Ja, jetzt ist nicht mehr lang hin bis zu der WM. Fußball-Weltmeisterschaft in der Wüste. Und also ich persönlich, ich werde mir kein einziges Spiel anschauen. Ich boykottiere das. Macht zwar jetzt wahrscheinlich nicht viel aus, wenn ich das boykottiere, nicht mehr anschaue, aber wenn alle, viele, viele andere mitmachen, dann die Einschaltquoten abstürzen, dann merken sie es vielleicht doch in Zukunft, dass sie die nächste WM nicht mehr danach vergeben, wer am meisten Schmiergeld bezahlt, sondern mal Kriterien wie Menschenrechte oder Arbeiterrechte und so weiter mehr in den Vordergrund rücken. Und vor allem müsste man sich mal die Gedanken machen, ob es sich überhaupt lohnt, ob der Standort, in dem die WM ausgeführt werden soll, ob das nachhaltig zu bewerkstelligen ist, ökonomisch und ökologisch, weil ich meine, in der Wüste, wo es 40 Grad hat draußen, dann ist so ein Stadion für mehr, wo wissen wie viele zigtausend Leute da reinpassen, dann so ein riesen Stadion runterkühlen auf 20 Grad, na, was da an Energie verschwendet wird. Na, und wir sollen sparen hier, uns verbietet man die Glühbirnen, uns verbietet man Staubsauger, na, aber die hauen es raus da unten, da spielt es keine Rolle. Und da wird auch nicht boykottiert, da wird munter mitgemacht von der Politik und von allen, obwohl es schon lange bekannt ist, dass das eine Fehlentscheidung war, aber trotzdem wird weiter daran festgehalten. Und auch mit den Menschenrechten, mit den Arbeitern und so weiter, was da alles, das ist ja jetzt bekannt, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Na, das sollte bei künftigen EMs, WMs mehr und Berücksichtigung finden. Also, und ich persönlich, ich werde es hundertprozentig boykottieren, ich gucke mir kein einziges Spiel von diesen Blödsinn da an. Ja, und weil wir gerade bei Blödsinn sind, da werden dann jetzt wieder überall die Schilder auftauchen mit Public Viewing, also öffentliche Aufbahrung. Aber Public Viewing, es wird, wenn jemand gestorben ist, dann wird der Sarg in der Leichenhalle aufgebahrt und da gibt es Private Viewing und Public Viewing. Private Viewing, das ist, wenn nur die Familie kommen darf, und Public Viewing, wenn jeder kommen kann und dem Toten die letzte Ehre erweisen. Und wie man so doof sein kann, dass man sich so Worte ausdenkt oder benutzt, ohne vorher im Wörterbuch nachzuschauen, was das eigentlich bedeutet, der Begriff. Ne? Klar, da hat wieder irgend so ein Halbschlauer mit seinem halben Schulenglischwissen gerade noch erkannt, was Public heißt und was Viewing heißt und das dann zusammengesetzt, aber nicht mal die Mühe gemacht nachzuschauen, was das eigentlich bedeutet im Englischen, ob das wirklich die Bedeutung hat, die man erwünscht hat. Und alle Engländer und Amerikaner, die auf Besuch kommen, die lachen sich kaputt über die doofen Deutschen. Ne? Ja, die bewundern euch nicht dafür, dass ihr euch international Englisch machen wollt, sondern die sagen so stupid crowds. Ja. Und einer meiner amerikanischen Freunde, ja, ich habe amerikanische Freunde, hat mich mal gefragt, warum das in Deutschland so Mode ist, dass man falsches Englisch spricht statt der eigenen Sprache. Ne. Ja, da überlege ich heute noch, welche Antwort ich da geben soll. Da ist mir noch nichts Sinnvolles dazu eingefallen. Weil es ist einfach nur doof. Man stellt sich vor, man geht jetzt als Deutscher ins Ausland in Urlaub und man liest überall Schilder mit öffentlicher Aufbahrung. Ne? Da denkt man sich, ja, sind die blöd, können die nicht nachschauen, was das bedeutet. Ja, und damit ich, weil ich gerade so dabei bin, ich kann natürlich nicht nur kritisieren, sondern auch den richtigen Begriff nennen. Der richtige Begriff wäre gewesen Public Screening.
ne, für den Screen, für den Bildschirm. Man hätte natürlich auch das gute alte deutsche Wort öffentliche Aufführung nehmen können. Aber wenn schon Englisch, dann zumindest richtiges Englisch und nicht irgendwas, wo die ganze Welt dann drüber lacht. Genauso wie mit dem Handy. Überall auf der Welt heißt das Mobile. Nur in Deutschland sagt man Handy, was übersetzt heißt handlich. Und wenn du jetzt einen Amerikaner fragst, wenn du im Urlaub drüben bist, dann fragst, kannst du mir mal dein handlich leihen? Ne? Dann gucke ich dir an, als ob du gerade vom Mars kommst. Ne? Und da ist dann für den sofort klar, stupid crowd. Weil das heißt nun mal mobile, überall heißt es mobile. Ne? Und im Amerikanischen hört man im Slang auch mal Cellphone, Abkürzung für Cellularphone. Oder manche sagen auch nur Cell. Aber das ist mal wieder typisch von nichts eine Ahnung haben. Aber dann, interessanterweise ist es ja so, dass die meisten, die in Deutschland sich so gern mit englischen Begriffen schmücken, wenn sie im Ausland sind, prinzipiell nur Deutsch sprechen. Das habe ich schon so oft erlebt. Ich bin ja schon viel rumgekommen. Da sehe ich sie dann. Da sprechen sie dann prinzipiell, also die Herren, Urlauber, die da aus Deutschland kommen, die auch, ich habe noch keinen getroffen, der da weniger als 5000 Euro netto hat. Ne? Also wissen, jeder Urlauber, der irgendwo hinfliegt auf Urlaub, der hat 5000 netto. Ne? Ich habe noch keinen gesehen, der am Jammern war, mir geht so schlecht, ich kann nicht. Nee, die haben alle 5000 netto und die erwarten natürlich, wenn sie ihren guten Euro, weil in Landeswährung wechseln, das geht auch nicht. Das macht man nicht, soll er sich die gefälligst an die Urlauber anpassen, ne? Wenn man schon den guten Euro herbringt. Ne? Und da wird natürlich auch erwartet, dass die alle Deutsch verstehen. Und im Nachhinein beklagen sich diese Urlauber dann immer, dass sie abgezogen wurden im Urlaub, weil die Umrechnung von Teuro in Landeswährung da über den Tisch gezogen wurden, weil derjenige, bei dem sie in Teuro bezahlt haben, eben sich verrechnet hatte zu seinem Vorteil oder zum Nachteil des Urlaubers. Ne? Also wenn man halt zu faul ist, nicht wechseln. Also wenn ich mal nach Polen rüberfahre, ich wechsle immer. Schon allein aus dem Grund, weil ich da nicht im Kopf umrechnen muss, was ich jetzt zu bezahlen habe, sondern ich nehme halt einfach den Betrag. Ne? Ja, und was ich sagen wollte eigentlich, wenn sie dann überall auf Deutsch ihre Wiener Schnitzel und so weiter bestellen, weil das Essen muss natürlich auch auf Deutsch sein, ne? Da sprechen sie prinzipiell nur Deutsch und wenn der Ausländer das nicht versteht, dann sprechen sie lauter Deutsch, also noch lauter, von der Lautstärke her lauter. Und wenn sie dann wieder zu Hause sind, dann erzählen sie mit ihren Kollegen drüber, da sprechen sie dann plötzlich Englisch, da bauen sie dann wahllos englische Wörter mit ein beim Sprechen, weil man will ja auch zeigen, wie international man ist. Ne? Da muss ich jedes Mal lachen, wenn ich solche Leute höre. Die sprechen so wie ich jetzt einen Sprechfluss und plötzlich kommt zwischendrin ein englischer Begriff, wo du erstmal stutzig bist. Was meint er jetzt damit? Und ein Begriff, den du vielleicht noch nie gehört hast oder seit Jahren nicht mehr und dir dann überlegst, der spricht ja jetzt in seinem Alltag wirklich, benutzt er das Wort in einem Alltag wirklich? Ne? Ich meine, ich persönlich, ich habe ja jetzt vom Auto her, da habe ich dann also so Sachen wie, dass ich Kubik-Inch rechne oder in Meilen oder dass ich zum Beispiel mit den US Army Angehörigen, die ich da zu tun hatte, immer, da war zum Beispiel das Privatauto, das hieß da abgekürzt POV, also Private Owned Vehicle. Und ich benutze heute manchmal noch den Begriff POV, wenn ich Privatauto meine. Das sind so Sachen, wenn man
wenn man das hat, wenn man mit Leuten spricht, die das ständig benutzen, diese Begriffe, oder dann die KAKWIs oder die ganzen militärischen Abkürzungen von den Fahrzeugen, ne? Gut, ist schon eine Weile her, dass ich mit den Soldaten zu tun hatte, aber manchmal kommt es doch noch durch. Aber wenn jemand wahllos einfach irgendwelche Begriffe raushaut, da frage ich mich immer, warum macht er das jetzt? Nur um zu zeigen, dass er irgendein englisches Wort versteht oder so, was irgendwie zu dem gesprochenen Text gar nicht dazu passt. Ja, und jetzt bin ich auch ein bisschen wieder vom Thema abgekommen, weil eigentlich wollte ich ja nur über die Fußball-WM da reden. Und ich werde also die boykottieren. Ihr könnt mich jetzt auslachen, könnt ihr sagen, oh, ob du das guckst oder nicht, interessiert ja keinen. Aber ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen und also im Internet gehört, dass viele das nicht gucken, eben aus den bekannten Gründen. Und vielleicht bringt ja so ein Boykott, was damals bei der Brenz war, wo Shell diese Bohrinsel im Meer versenken wollte, da hat ja der Boykott an der Tankstelle auch was gebracht. Ne? Und dann hoffen wir mal, dass es hier jetzt auch mal zum Nachdenken anregt, dass man eben nicht nur die WM dorthin vergibt, der am meisten dafür bezahlt, sondern dorthin, wo es erstens mal mit den Menschenrechten passt und zweitens mal auch ökologisch sinnvoll ist. Tja, und jetzt fängt es hier das Regnen an, das freut mich wieder ganz toll, weil ich heute früh mein Auto gewaschen habe. Das ist immer so, wenn ich das Auto wasche, dann regnet es. Aber heute früh war es schön sonnig, da habe ich nicht damit gerechnet, dass heute noch Regen kommt. Und jetzt habe ich wieder überall die Wasserflecken drauf. Die haben zwar eingewachsen, also mit diesem Sprühwachs da, ne? Aber trotzdem nervt mich das jetzt, wieder überall die Wassertropfen. Also ich wünsche euch doch noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, boykottiert diese WM, dass die mal was lernen draus. Und tschüss.